Okay, und go. Ah, es ist weg. Wow. Well. Hello. Oh. Nee, funktioniert nicht mal. Die Menschen sind immer noch da. Jetzt habe ich... Ich sitze auf meinem Stift drauf. Hä? Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Vorab, mein Auge tränt extrem. Also sollte der Lidschatten hier ein bisschen komisch aussehen oder es hier total rot sein. Es liegt daran, dass mein Auge momentan super empfindlich ist und die ganze Zeit nur am Tränen ist. Und ich versuche es die ganze Zeit schon zu trocknen, aber es hört nicht auf zu tränen. Es ist außer Kontrolle. Ich möchte mit euch heute eine App ausprobieren. Und zwar habe ich folgendes TikTok-Video gesehen. Ich werde euch es hier einmal einblenden. Ich habe das Ganze schon öfter gesehen und dachte mir, die App lade ich doch mal runter. Und gerade als ich sie ausprobieren wollte, dachte ich mir, warum mache ich daraus nicht ein Video? So können wir es zusammen einmal ausprobieren, schauen, wie gut das Ganze funktioniert. Genau, deswegen, ich habe das Ganze jetzt auf meinem iPad auch runtergeladen, was ganz praktisch ist, weil ich mein Apple Pencil habe. Damit kann man Videos bzw. Bilder kann man damit noch besser bearbeiten, meiner Meinung nach. Und deswegen dachte ich mir, mache ich das Ganze am iPad, ist auch ein bisschen größer und praktischer. Genau, ich werde einfach mal den Bildschirm von meinem iPad jetzt aufzeichnen und euch das einblenden hier. Und zwar handelt es sich um die Photo Retouch App oder Remove. Ich habe sie unter Remove gefunden. Ich würde sagen, wir fangen einfach gemeinsam an. Okay, so sieht das Ganze aus. Man kann halt vor allem auch Pickel und sowas retuschieren. Was ich halt sehr oft gesehen habe, sind diese Bilder, also wo man, ich habe es euch hier eingeblendet, also wo man einen Filter drauf hat, der eigentlich ganz schön aussieht, aber dann sind da irgendwie Schmetterlinge, Herzen, was auch immer im Gesicht, die einen stören. Und das kann man wohl auch mit der App wegradieren. Ich schaue mal gerade, wie das funktioniert. Ich glaube, es ist schon eingestellt, oder? Probier es einfach mal. Warum ist das so groß? Nee, zurück. Ups. Hä? Fängt schon mal gut an. Okay, wir zoomen das Ganze mal ran. Und dann kann ich das jetzt anmalen. Okay, go. Alles klar. Ah, es ist weg. Wow. Sogar richtig gut. Okay, wir wollen noch mehr wegmachen. Und wir machen einfach mal das nächste. Ich glaube, umso näher man ranzoomt, umso besser kann man das dann auch bearbeiten. Okay, wir können dann direkt das nächste auswählen. Oh my goodness. Bin sehr gespannt. Okay, next one. Heute ist übrigens Valentinstag. Das Video, ich weiß nicht, ob es an Valentinstag online kommt oder ein anderes Video. Aber Happy Valentine's Day. Dazu passt der Filter eigentlich auch richtig gut. Der ist auch eigentlich süß. Okay, und go. What? Okay, das ist nicht ganz so gut geworden. Wir versuchen das Ganze nochmal ein bisschen zu verbessern. Ich dachte, wenn man ranzoomt, ist es vielleicht besser, aber wir haben jetzt hier so Ränder. Und hier unterm Auge ist es irgendwie auch uneben. Aber das machen wir, glaube ich, gleich. Wir machen erstmal das. Okay. Und go. Okay, fail. Probier es nochmal. Go. Okay. Es geht. Also man sieht da so eine kleine Ecke. Vielleicht hat er Schwierigkeiten, wenn man mehrere Sachen auswählt. Ich glaube, ja. Wir machen jetzt hier nochmal einzeln. Hallo. So, erstmal das Herz. Go. Und dann das Herz. Go. Okay, am besten immer alles einzeln auswählen, weil ich hatte schon mal gesehen, dass jemand mehrere Sachen gemacht hat. Ich gehe jetzt nochmal hier über die Stellen, die so ein bisschen verpixelt oder komisch aussehen. Oh, das hat gut funktioniert. Hello. Back to the roots, please. Okay, aber ja, gut. Ja, es sieht auf jeden Fall sehr komisch aus, aber wenn es so eine Sache im Gesicht gibt, dann könnte es vielleicht funktionieren, aber naja, man könnte das Ganze aber weiterverwenden und dann mit diesem Weichzeichner bei Facetune das Ganze noch ein bisschen verbessern oder halt das mit PixArt nochmal viel feiner korrigieren. Ich habe gerade keinen Plan, wie das hier funktioniert. Wir schließen einmal die App und öffnen sie neu. Was ich aber auch oft gesehen habe, sind so Gegenstände, die einen stören. Gerade auf der Straße haben sogar welche Autos wegretuschiert. Und deswegen dachte ich mir, können wir vielleicht hier die Liege wegretuschieren. Beziehungsweise den Stuhl, weil der stört mich in diesem Bild. Wir gehen einfach mal hier lang. Go. Ja, wir wissen es. Oh,
Das sieht gut aus, das sieht richtig gut aus. Okay, wir zoomen das Ganze mal wieder ein bisschen ran und versuchen das jetzt auch wegzumachen. Well, machen wir das weg. Okay, ich habe jetzt einfach mal den ganzen Stuhl ausgewählt. Und wir schauen. Naja. Also ich weiß jetzt nicht, ob man das ein bisschen anders klären kann. Wenn ich von Anfang an den ganzen Stuhl versuche wegzumachen, ob das einen Unterschied macht. Man sieht, es ist nicht wirklich gut geworden. Also ich denke, wenn man das selbstständig macht, dann wird es besser. Wie ich schon sagte, mit PixArt oder so, weil das ist... Also ich weiß auch nicht, wie ich es irgendwie besser auswählen könnte, immer einzeln das zu machen. Aber ihr seht, auch das ist nicht gerade so super zielführend. Das ist, glaube ich, echt einfacher, wenn man sich hier zum Beispiel die Dielen auswählt und damit die Armlehne verdeckt und auch die Stange hier nochmal removed. Ist irgendwie nicht ganz so super. Ich gucke mal, ob ich noch ein Bild habe. Das Bild finde ich auch cool, aber dieses Fahrradschild stört mich einfach. Also das gehört da nicht hin. Deswegen, wir müssen wieder dran zoomen, ganz, ganz wichtig. Und dann ja, werde ich das hier einfach mal versuchen auszuwählen. Okay, Supi. So, und go. Ich glaube, das sollte jetzt eigentlich gut funktionieren, ja. Das funktioniert gut. Einfach, weil wir daneben so eine einheitliche Fläche haben. Das kann ganz gut das Schild überdecken, falls es Sinn macht. Also ich glaube, für Leute, die das selber noch nicht ausprobiert haben, also manuell, sage ich jetzt mal, Sachen zu retuschieren, das ist ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, aber das war mein Handy. Toll, meine Kamera ist ausgegangen. Ich weiß nicht, wann sie stehen geblieben ist. Also hier kann man sehen, beim zweiten Fenster ist es ein bisschen schwierig geworden. Die Köpfe habe ich hier weggemacht. Da geht es einigermaßen. Aber man kann ja auch Pickel wegmachen. Warum ist das jetzt rot hier? Ich möchte meinen Arm nicht wegmachen. Den möchte ich behalten, bitte. Danke. Hello. Oh, hat schon funktioniert. Man kann ja auch Pickel wegmachen. Wir sehen jetzt einfach mal die Flecken da an der Wand als Pickel an, weil ich ja keine habe. Nein, aber ist ein gutes Beispiel gerade. Und ich glaube, damit soll es eigentlich ganz gut funktionieren. Weil das sind halt so Kleinigkeiten. Und da wird, wie gesagt, von hier nebenan wird das einfach kopiert und da eingesetzt, könnte man so sagen. Und da die Fläche drumherum einheitlich ist, funktioniert das eigentlich auch ganz gut. Also ich denke, wenn man auf der Straße ein Bild gemacht hat, da ist ein Fleck oder so, dann funktioniert das gut. Aber so spezifische Sachen, wo es so ein bisschen kleiner wird und wo dann nebenan dann auch nochmal andere Muster sind, ist es etwas schwierig. Ich gucke mal, ob ich noch ein Bild, ein letztes Bild habe, dem wir es nochmal ausprobieren können. Ich hätte eigentlich noch ein Bild. Wo ist es eigentlich? Wo ist es? Wo ist es hin? Hallo? Mein Auge. Oh Gott, es ist komplett nass. Ich merke das schon gar nicht mehr. Es tränen so doll. Da hinten sind Menschen zum Beispiel im Meer. Ich denke, auch das sollte gut funktionieren, da wir drumherum viel mehr haben. Und es kann einfach gut kopiert werden, sage ich jetzt einfach. Und deswegen wählen wir die kleinen Peoples hier aus. Wir können auch die kleinen Vögel hier noch nehmen. Ich glaube, das sind Vögel, oder? Was ist das? I don't know. Aber hier sind ja auch noch ein paar Steine, die sehen, die machen das Bild ein bisschen uneben. Wobei mir auch die Fläche nicht gefällt, die ist so braun. Guck mal, wie picky man einfach wird dann mit sowas. Man sucht sich nur Fehler raus. Hier, die Möwe, was machst du da? Und dann gehen wir auf Go. Ich denke, das sollte ganz gut funktionieren. Nee, funktioniert nicht mal. Die Menschen sind immer noch da. Ich wollte, dass ihr weggeht. Was ist mit euch denn los? Go. Oh, well. Seht ihr, da sieht man es auch ganz gut. Der hat den oberen Bereich, wo der Himmel anfängt, hat der runterkopiert. Hat halt nicht so gut funktioniert. So, ich habe mir jetzt noch ein Bild ausgesucht. Das ist etwas unscharf, weil ich glaube, das wurde auf die Cloud hochgeladen und es wird jetzt nicht wieder runtergeladen. Deswegen ist es nur noch unscharf auf meinem iPad. Thanks for that. Jetzt habe ich... Ich sitze auf meinem Stift drauf. Hä? So, und hier stört uns die Steckdose. Die ist einfach fehl am Platz. Deswegen probieren wir es hier nochmal aus mit der Steckdose und ich glaube auch hier soll es eigentlich funktionieren, denn wir haben daneben wieder ganz viel Weiß, womit das Ganze überdeckt werden kann. Okay, ist jetzt nicht so super geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das kannst du, glaube ich, besser. Finde ich immer nicht gut. Ja, man sieht halt, es ist verpixelt, die Stelle.
gefällt mir jetzt nicht so gut. Ich meine, ja, okay, wenn man auf den ersten Blick auf das Bild guckt, achtet man nicht auf die Stelle. Aber es geht. Also, im Großen und Ganzen zu dieser App ist sie eher schlecht. Ich persönlich mache es dann lieber manuell und tue selber einzelne Bildpassagen, nenne ich es mal so, kopieren und damit dann einen kleinen Bereich abdecken als mit der App. Manche Sachen kriegt sie vielleicht gut hin. Ich meine, das mit dem Sticker mit ein paar Herzen im Gesicht war gar nicht mal so schlecht. Das hätte man noch ein bisschen korrigieren können über die Weichzeichner-Funktion bei Facetune oder bei PixArt auch nochmal die letzten Sequenzen hätte man da auch nochmal kopieren können und darüber legen können. Aber im Großen und Ganzen muss man dann doppelt drüber gehen und dann ist das auch nicht so richtig. Da mache ich das lieber über PixArt selber. Also in den Videos sieht das alles immer so toll aus und so perfekt. Vielleicht gibt es auch noch eine andere App, die das besser macht. Aber ich muss sagen, die App hat mich jetzt nicht überzeugt. Ich habe jetzt auch keine andere gefunden und auch noch keine anderen gesucht. Denn das war die, die auch unter dem Video vorgeschlagen wurde. Aber es hat ja sein können. Ich habe euch so einen kleinen Einblick darüber bieten können. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie auch schon in einem anderen Video erwähnt, falls es noch andere Dinge gibt, die ihr mal seht und euch denkt, oh, das ist cool zum Ausprobieren, könnt ihr mich immer gerne unter dem Video, unter dem Foto verlinken oder mir das Ganze über Instagram Direct Message zusenden. Dann schaue ich mir das Ganze an und tue es in einem Video zusammen mit euch ausprobieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Videowünsche wie immer in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!